herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Film möchte ich euch ein viertes Q&A liefern, denn ihr habt mir in der Zwischenzeit viele, viele Fragen gestellt und die möchte ich doch einmal wieder beantworten. Für alle sozusagen. Ja, und ich könnte das einfach wieder natürlich zu Hause im Studio machen, vor einer schönen weißen Wand und so. Aber nein, diesmal habe ich mir wieder mal eine tolle Kulisse ausgesucht. Das hier hinter mir ist der Reichstag in Berlin. Ich bin gerade auf Deutschlandreise und ich glaube, diesmal machen wir das auch noch ein bisschen anders. Ich möchte meine Antworten nicht unbedingt hier geben, sondern in Deutschland, an besonderen Spots in Deutschland. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal mit der ersten Frage an. Sieht ein bisschen aus wie der Bodensee. Ich bin hier gerade in Friedrichshafen, aber gut, das am Rande. So, wie lautet sie denn? Warst du eigentlich schon einmal in Russland? Kurze Antwort, kurze Frage. Nein, war ich noch nicht, möchte ich aber eigentlich sehr gerne nochmal hin. Okay, dann kommen wir jetzt schon zur nächsten Frage und diese Frage möchte ich stellen und beantworten hier vom Pilsumer Leuchtturm in Norddeutschland. Und die Frage lautet, kann es sein, dass du vor einigen Jahren mal ein Video über Florida gemacht hast? Möglich, dass ich mich täusche, denn gefunden habe ich nichts. Das ist die Sache mit dem Florida-Video. Die Antwort lautet zunächst, ja, es ist richtig, ich habe ein Video über Florida gemacht. Genau, ich kann es bloß nicht veröffentlichen, es geht nicht. Florida war meine erste Reise, meine erste Fernreise, meine erste Flugfernreise und dann auch noch gleich in die USA. Ich war damals mit zwei Freunden unterwegs gewesen, das war im Jahr 2007. Und zum einen wegen meiner Mitreisenden und zum anderen aber auch wegen so ein paar anderen Sachen kann ich das Video leider nicht auf YouTube hier auf meinem Kanal veröffentlichen. Erstmal würde es sowieso nicht euren Qualitätsansprüchen mittlerweile genügen, weil es ist nämlich nur in SD aufgenommen, nicht mal Full HD und auch nicht mal im Breitbildformat, sondern immer noch 4:3, weil die damalige Kameratechnik das einfach noch nicht hergab. Außerdem verwendet dieses Video Musik aus dem Repertoire einer großen Verwertungsgesellschaft und wenn ich das hochladen würde, ja, dann würde ich wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen und deswegen müsste ich wahrscheinlich irgendwann noch einmal nach Florida, um ein neues Video zu machen. So, kommen wir zur nächsten Frage und die Antwort darauf möchte ich euch vor den Externsteinen geben, im Herzen von Deutschland, im Großraum von Detmold. Ja, und zwar, ihr habt mich gefragt, wie planst du das mit dem Geld? Nun, ehrlich gesagt, ich plane das eigentlich gar nicht so sehr, wie manch anderer das immer macht, weil es gibt viele Leute, die legen sich extra Unterkonten an und machen einen relativ großen Aufwand. Ich für meinen Teil, ich versuche halt einfach in einem gewissen Zeitraum, also der Zeitraum der Reise, so einen unteren, sagen wir mal vierstelligen Eurobetrag einfach auf dem Konto zurückzuhalten. Und wichtig ist natürlich auch, dass man die ganzen Ausgaben, die monatlichen Ausgaben, dass man sich dessen vor allem bewusst ist. Man weiß ja in etwa, wann die Stromrechnung kommt oder irgendwelche, die Miete, wann die zu bezahlen ist und so weiter. Und deswegen ist es immer gut, wenn man das alles im Hinterkopf hat. Auch zum Thema der Finanzplanung möchte ich euch vielleicht noch den Tipp geben für eure laufenden Kosten. Legt euch mal eine Excel-Tabelle an und oben schreibt da rein, was monatlich alles reinkommt. Und dann schreibt ihr die ganzen Fixkosten dazu, was alles monatlich rausgeht. Und unten seht ihr dann am besten euer Sparpotenzial, was ihr Monat für Monat in der Hoffnung, dass ihr was zurücklegen könnt. Und ja, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal im laufenden Monat die Kosten ziemlich gut im Blick. Kommen wir zur nächsten Frage und die Antwort möchte ich hier im Olympiapark in München geben. Und zwar war es schon lange ein Vorhaben von dir, deine Reiseleidenschaft mit der Öffentlichkeit zu teilen. Ehrlich gesagt, nein. Klingt jetzt ein bisschen böse, aber das ist natürlich eine Sache, die sich im Laufe der Jahre entwickelt hatte. Ich hatte schon ziemlich lange einen Account bei YouTube und ich habe mich natürlich schon längere Zeit auch mit dem Thema Videofilmen beschäftigt und Videoschneiden und Reisen war sowieso eigentlich schon immer eine große Leidenschaft von mir. Naja, und dann hat sich es halt im Laufe der Zeit entwickelt. Das heißt also, ich habe im Laufe der Zeit immer wieder mal kleine Filmchen gemacht, wie ich Leute besucht habe und ist natürlich alles nicht veröffentlichungsfähig, ist völlig klar. Aber auf der Festplatte hat sich natürlich im Laufe der Jahre einiges angesammelt. Und ein guter Kumpel von mir, der meinte dann irgendwie so, Mensch, du hast doch das ganze Material, nur lad's doch jetzt endlich mal hoch. Ja, und so hat es dann irgendwann mal angefangen, dass ich meinen YouTube-Kanal dann irgendwann als solchen überhaupt ausgebaut habe und sukzessive mal das erste Material hochgeladen habe. Und was mich ja schon von Anfang an gewundert hat, dass die Resonanz absolut positiv ist, also zumindest zu 90% und die letzten 10%, naja gut, das ist halt ganz einfach so. Es muss ja auch nicht jedem gefallen. Also ihr seht, es hat sich im Prinzip entwickelt und es war eigentlich überhaupt nicht geplant. Aber ich glaube, das hier ist eigentlich diese spezielle Frage, sprich, what is it all about, wäre nochmal einen eigenen Film wert, vielleicht irgendwann demnächst hier auch nochmal auf meinem Kanal.
Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Die möchte ich euch stellen und beantworten unterhalb von wahrscheinlich einem Highlight aus Deutschland, und zwar dem Schloss Neuschwanstein hier in Bayern. Ja, was haben wir denn? Was habt ihr mich denn gefragt? Das ist so hell hier, irgendwie, ich kann es kaum lesen. Eieiei, so, ich muss mal meinen eigenen Schatten hier nutzen. Hattest du schon einmal ein Erlebnis, wo du sagen würdest, okay, das war jetzt wirklich gefährlich, da habe ich Angst gehabt, sei es im Straßenverkehr oder bei Begegnungen mit Menschen? Na gut, wenn man viele Reisen macht im Laufe der Jahre, dann ist völlig klar, dass nicht immer alles glatt geht. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere an meine erste Australienreise, das war die Osttour. Da war ich nämlich oben von Cairns aufgebrochen und mein nächstes Ziel war jetzt irgendwie die Landesmitte. Und ich hatte bei der ersten Australienreise schon den Wunsch, bis hoch nach Darwin zu fahren. Und deswegen habe ich gedacht, drückst du mal ein bisschen aufs Tempo und fährst noch mal bis in die Nacht rein. Das ist ein paar Mal gut gegangen, aber einmal ging es schief. Und vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte mal da so kommentiert, nach dem Motto, technische Probleme haben den Wechsel des Mietwagens oder so erforderlich gemacht. In Wirklichkeit waren es nicht unbedingt technische Probleme. Der Wagen war bis vor kurzem zumindest noch perfekt. Es war ein Wildschwein. Ja, nicht groß, relativ klein. Ich war natürlich auf Linksverkehr, auf der linken Spur unterwegs und ungefähr mit 80 km/h und ungefähr so einen Meter vor mir, plötzlich aus dem Nichts. Bremschance null, vielleicht im Nanosekundenbereich. Das ist unmöglich, da etwas zu machen. Und seitdem habe ich ja ehrlich gesagt ein bisschen Angst, bei Dunkelheit auch in Deutschland zu fahren. Auf Landstraßen gebe ich ganz offen und ehrlich zu, wenn man das einmal erlebt hat. Ja, und das Ding ist, das Viech ist halt wirklich vorne komplett in den Kühler reingeprallt und der stand wirklich förmlich dreieckig und ist fast bis auf den Motorblock durchgeschlagen. Ja, das war so ein Punkt gewesen, wo ich sage, ja, in Australien, sobald es dämmerig wird, auf jeden Fall notfalls rechts am Straßenrand pennen, ist völlig egal, wenn man es nicht rechtzeitig zu irgendeinem Hotel schafft. Aber Autofahren, insbesondere an der Ostküste, never ever. Das war nur eine Story von den einen oder anderen. Ich glaube, das ist insgesamt nochmal ein eigenes Video wert. Also es kann sein, dass ich euch die Story durchaus nochmal in einem zweiten Video präsentiere. Kommen wir zur nächsten Frage. Und damit ihr auch mal ins Reine kommt, möchte ich diese stellen und beantworten hier am Rheinufer. In Andernach, hier gibt es übrigens den Kaltwasser-Geysir, und was es damit auf sich hat, ja, das seht ihr in meinem Reisefilm über Deutschland und den verlinke ich euch da oben, wenn er denn mal irgendwann online ist. Ja gut, was wolltet ihr denn eigentlich wissen? Wie viele Sprachen sprichst du? Naja, zunächst erst einmal Deutsch, weil das ist meine Muttersprache. Dann natürlich Englisch, das lernt man in der Schule. Obgleich ich muss dazu sagen, so richtig gelernt habe ich es da eigentlich nicht. In der Schulzeit hatte ich sehr große Schwierigkeiten, mir Vokabeln zu merken. Und richtig gelernt, sage ich mal, habe ich es eigentlich dadurch, dass ich mir englische Filme angeguckt habe. Und immer wenn Wörter vorkamen, die ich nicht kannte, habe ich sie einfach unmittelbar nachgeschlagen. Und wenn das Wort dann wieder kam, dann habe ich es mir gemerkt. Ja, so viel zum Thema Englisch. Dann spreche ich noch ein bisschen Spanisch. Und zwar hatte ich damals mal einen Schulfreund, dessen Eltern kamen aus Argentinien und er selber sprach auch noch ein bisschen Spanisch. Und immer wenn wir miteinander als Kinder gespielt haben, dann habe ich ihm so, ja, immer mal ein bisschen angebettelt, Mensch, bring mir doch mal so ein paar Wörter bei und so. Und da ist das Sprachgefühl für Spanisch entstanden, weil wir haben uns wirklich Nachmittage lang, rudimentär damals, aber wirklich auf Spanisch unterhalten und auch auf Spanisch gespielt. Das war richtig klasse. In den letzten Jahren habe ich mir mal auch so zumindest den Grundkurs Englisch-Portugiesisch reingefahren. Das kann man aber nicht mal rudimentär nennen, würde ich sagen. Also ich meine Grüßen und so weiter, das kriege ich vielleicht noch hin. Und jetzt jüngst für meine Indienreise habe ich mir auch noch ein paar YouTube-Videos reingefahren über Hindi. Das war zum Beispiel auch ganz lustig. Und also zumindest so, man dann vielleicht nach dem Weg fragen und wie ich heiße und fragen, wo jemand herkommt und so, das kriege ich, glaube ich, hin. Und die Inder haben immer ganz lustig geguckt, wenn ich denen ein Orbaisab, also was geht, Bruder, hinterhergeworfen habe. Dann haben die mich immer gefragt, you speak Hindi? Das war total geil. Kommen wir zur nächsten Frage und Antwort. Und die möchte ich euch hier bei den Weinterrassen im Kaiserstuhl in der Nähe von Freiburg geben. Ehrlich gesagt, mich erinnern sie so ein bisschen an Sapa, Vietnam, die Reisterrassen. Ja, das ist aber eine andere Sache und das kläre ich dann in meinem eigentlichen Reisefilm auf. Nun denn, ich möchte die Frage stellen und beantworten, als da wäre. Also manche fahren ja gerne Auto, aber so viel und dann auch noch so wenig mal unter die Leute zu gehen, meine ewige Kritik an deinen Uploads. Doch wenn es dir so gefällt, ist das okay. Also kurze Antwort vorweg, natürlich gefällt es mir, sonst würde ich das ja nicht tun. Es geht durch deinen Stil leider viel von Land und Leute verloren.
Nun, ich glaube, diese Antwort ist vielfältig und ich habe mir extra ein paar Stichpunkte für diese Antwort aufgeschrieben, damit ich sie hier an dieser Stelle jetzt nicht vergesse und das meiner Meinung nach vollumfänglich beantworten kann. Zum einen Stichwort YouTube. YouTube lebt davon, oder die Videos auf YouTube leben davon, dass man Nischen besetzt. Wenn man Filme über Land und Leute sehen möchte, naja, dann guckt man einfach Videos von einem anderen Kanal an oder man greift zum Beispiel auf das Angebot von den Öffentlich-Rechtlichen zurück und ich glaube, dort ist man dann einfach besser aufgehoben. Die nächste Sache ist natürlich auch, Leute vor Ort, zum Beispiel auch in fremden Ländern zu interviewen, kann unter Umständen ja eine gewisse Sprachbarriere erstmal, die muss man erstmal überwinden. Und dann ist es ja auch so, ich reise ja als Tourist ins Land rein und nicht als Journalist. Ganz kritisch ist das zum Beispiel so in Ländern wie Indien oder wie China, wo man entweder elektronisch überwacht wird oder von der Bevölkerung sozusagen überwacht wird, weil die wachsamen Augen sind in Indien überall, habe ich da so gemerkt. Und also ich glaube, es wäre nicht gut, wenn man dort die Leute interviewt und das hinterher veröffentlicht. Das sollte man wahrscheinlich lassen. Außerdem gebe ich noch zu bedenken, dass es viele Szenen gibt, die vor Ort passiert sind, die einfach gar nicht in meinen Filmen drin sind. Entweder ich habe es rausgeschnitten, das wäre aber wenn eigentlich sehr selten der Fall. Was aber eigentlich viel häufiger der Fall ist, dass ich zum Beispiel einfach gar keine Kamera dabei hatte. Ich kann mich zum Beispiel an super tolle Gespräche vor Ort erinnern mit Hoteliers oder auch mit Leuten, die man so auf der Straße trifft. Eine nette Geschichte weiß ich zum Beispiel noch in Argentinien. Da habe ich mich eine halbe Stunde mit gebrochenem Spanisch und Englisch, mehr Spanisch als Englisch an der Stelle im Hotel mit dem Ehepaar unterhalten, die da in Patagonien das Hotel geschmissen haben. Und die haben mir erzählt, dass sie in Deutschland waren und wo ich denn herkomme und so. Das war so ein geiles Gespräch gewesen, aber ich wollte eigentlich nur noch mal kurz raus zum Auto und was holen und dann bin ich irgendwie noch mal an der Rezeption vorbei und natürlich keine Kamera dabei gehabt. Naja, das ist dann wieder so eine Gesprächssituation, die eben an dem Film einfach vorbeigegangen ist. Ja, und da kommt noch eine Sache dazu. Ich persönlich ärgere mich in anderen Filmen immer darüber, dass eben so viel mit Leuten kommuniziert wird. Ehrlich gesagt, mich interessiert das überhaupt nicht. Ich will das Land sehen. Wie sieht das Land aus? Ich kann mich zum Beispiel an eine Dokumentation im öffentlich-rechtlichen Fernsehen erinnern. Da wurde eine Rundfahrt in Israel gemacht. Die sind einmal ringsrum gefahren. Super klasse gemacht. Allerdings wurde da der Weingärtner von XY gezeigt und da wurde der Schuhmacher, das interessiert mich überhaupt nicht, ich will das Land sehen. Und genau das ist es, was in meinen Filmen wichtig ist. Ja, und damit hoffe ich, diese Frage zumindest ein wenig aus meiner Sicht beantwortet zu haben. Ja, das soll es für dieses kleine Q&A einmal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und vielen Dank an dieser Stelle auch, dass ihr mich durch Deutschland begleitet habt. Ja, in diesem Sinne, ja, würde ich sagen, liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich aber euch überlassen. Viel wichtiger ist mir auf jeden Fall noch, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert und vergesst natürlich nicht diese kleine Glocke noch mit anzuklicken, damit ihr auch eine entsprechende Benachrichtigung bekommt, wenn ich mal wieder ein neues Video auf meinen Kanal hochgeladen habe. In diesem Sinne, viele Grüße und bis zum nächsten Mal. Ja, viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.